Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei den Energy Mass Effect Andromeda Cell Rider Playthrough mit mir, dem Ralf. Und wir sind wieder zurück hier auf Volt. Wir sind noch genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Haben noch ein paar Nebenmissionen bekommen, die wir noch abschließen werden, weil ich hoffe, dass ich dadurch noch genügend Forschungspunkte bekomme. Dass ich hier nicht beim Entwickeln, sondern beim Forschen die letzte Stufe des Poor-Gewehrs mir freischalten kann. Zumindest die fünfte Stufe, die ich gerade aktuell erforschen kann. Dazu brauche ich leider noch einiges an Punkte, weil ich möchte die niedrigere Version noch nicht bauen. Ich würde jetzt erst die höhere Version bauen. Ja, aber wie ich sehe, auch bedingt, dass ich Level 30 bin. Aber ich bin Level 27, sprich, das dauert auch nicht mehr so lange hin. Und bis jetzt kommen wir ja mit den Waffen, die wir haben, auch sehr gut klar. Vor allem das, was die fallen lassen hat. Also mein Ziel ist jetzt eher so, High-End-Gear zu craften und nicht immer zwischendrin zu craften, weil dafür sammle ich auch zu wenig Materialien und möchte auch die Zeit dafür nicht jetzt so verschwenden, die Materialien zu sammeln, um immer wieder neues Gear zu craften. Weil wie man an dem Sturmgewehr auch sieht, was ich von den Cat habe, das ist auch nicht so schlecht. Und die Scharfschützen-Variante, die ich jetzt gerade nutze, ja, habe ich auch gefunden. Also von dem her, passt, passt, passt. Hatte ich hier noch Leute, mit denen ich reden konnte? Da habe ich ja schon alle zugetextet. Dem habe ich, oder habe ich? Weiß ich noch nicht. Pathfinder, willkommen auf dem malerischen Vault. Ich hoffe, Sie genießen die Aussicht. Im Osten Eis, im Westen Meereis. Wenigstens sind Sie nicht mehr in der Kältekammer, oder? Sehen Sie sich um. Das hier ist eine Kältekammer. Aber ich werde diese Eishölle ertragen, wenn ich dadurch meine Forschung abschließen kann. Wissen Sie, bevor ich das Gewölbe aktiviert habe, war es hier noch schlimmer. Das habe ich gehört. Ich bin froh, dass ich nicht dabei war. Wie wird es hier wohl in 10 Jahren aussehen, wenn das Gewölbe genügend Zeit hatte, um wirklich etwas zu verändern? Meinen Sie, es wird Ihren Ansprüchen genügen? Zu meinen Ansprüchen gehören ein Strand und eine gesunde Portion Sonne. Aber warten wir es ab. Geringe Ansprüche. Woran forschen Sie? Ich untersuche Methoden zur Nutzung geothermischer Aktivität als Energiequelle. Ob Sie es glauben oder nicht, die Oberfläche von Volt ist ein Labyrinth von aufgeheizten Geothermalschloten. Sie sorgen dafür, dass der Planet nicht völlig unbewohnbar wird, aber nur knapp. Und Sie können das als Energiequelle nutzen. Das hoffe ich. Die Angara machen angeblich etwas Vergleichbares, aber sie lassen mich nicht in die Nähe davon. Darum bin ich entschlossen, allein eine Lösung zu finden. Tja, immerhin hat er den Ehrgeiz. Ich brauche im Moment nichts. Erfrieren Sie da draußen nicht. Ha! Erfrieren. Glaubst du, mit wem du ja redest? Oh, hier geht's auch wieder raus. Da ist mein Auto. Oh, ein Angara. Die patrouillieren hier schon. Nice. Da haben wir noch ein Gebäude. Und da haben wir noch ein Gebäude. Gehen wir mal hier hin. Kann ich mit dir labern? Ja. Oh, ganz ehrfürchtig. Heide, nein. Was haben wir denn hier? Ka typisch Mensch, unordentlich wie sonst was. Oh, Behälter. Oder? Doch. Da haben mich meine Augen nicht getrübt. Kann ich hier was scannen? Tut, macht's. Nichts interessant. Boah. Erschreck mich nicht so.
Scan, 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 scannen, scannen, schön scannen. Warum reagiert der hier? Hier ist tatsächlich irgendwas? Wahrscheinlich im Nebengebäude. Behälter, ich hab dich doch genau gesehen. Ah. Diese Kiste enthält den Prototypen eines manuell geführten Eisbohrers. Dann entwickeln sie also eine tragbare Bohrmethode. Clever. Na denn? Ella hat die möglichen ID nicht gefunden. Probenstätten auf einen einzigen Radius eingeschränkt. Wir werden zu der Stätte 224 und genug Proben für ihre Tests nehmen. Programmiere Gerät mit Navpunkt Fehler. Sam, kannst du mit diesem Chaos irgendwas anfangen? Analyse läuft. Anscheinend stammt der Großteil ihrer Daten von einem einzigen Navpunkt. Aktualisiere jetzt. Hoffentlich sind sie alle okay. Geht's da hinten noch weiter? Gucken wir jetzt mal schon hier oben rein. Da liegt einer, aber sonst. Ah, da waren sie auf Eos gesprächiger. Gut, hier hinten ist nichts. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, nur eine Tugler. Die Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Okay, nur ein Lager. Damit fange ich nichts an. Oh, hier geht's ja noch weiter. Ah, da oben gibt's auch noch mehr. Okay, da müssen wir da rein. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Ja. Hier muss es doch auch irgendwo einen Händler geben. Auch wieder nichts Nützliches. Phoebe aus dem Weg. Denken Sie, Sie könnten mir ein paar zusätzliche Konverter besorgen? Vielleicht zwei Leute. Da ist ja unser Pathfinder. Captain Blake sagt, Sie dürften auf jegliche Tag zugreifen, die ich auf Lager habe. Ich habe übrigens Ihre Nomad gesehen. Wie ist das Ding so? Sind Sie je in einem von Ihnen über eine Klippe gesprungen? Das ist das beste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Ich wusste es. Denken Sie, die Nexus würde uns vielleicht einen zur Verfügung stellen? Ich lege ein gutes Wort für Sie ein. Ich mag Sie jetzt schon. Naja, wie auch immer. Ich habe neue Tech auf Lager. Sehen Sie doch einfach mal nach, ob irgendetwas Ihr Interesse weckt. Also erstmal der ganze Shit verkaufen. Was hat er denn? Panzerung, Initiative, Panzerung. Naja, nicht so viel, was mich interessiert. Ich habe dafür viel. Aber das hier wollten wir ja verkaufen. Das weg. Das tun wir weg. Okay, das Zeug lassen wir mal. Vielleicht eher.
Ja, die alte Universalklinge brauchen wir nicht mehr. Ich lieber. Kann ich das besser steuern? Weil das könnten wir alles zerlegen, oder? Zerlegen? Jetzt verkaufen wir erstmal den Käse. Inventar. Panzerung, Helme. Ah, die kann ich direkt so zerlegen. Heckstern, Schildleistung, Tech-Kräfte. Aber da habe ich die Stufe 4, lasse ich mal so. Und da stört mich jetzt einer über Steam. Oh, was? Sauerei! Wenn ich dann nachher dazu komme, würde ich die tauschen, weil und würde dann die Weltraumpanzerung dann später verkaufen, weil ich glaube nicht, dass ich sie zerlegen kann. Eine. Da muss ich noch gucken, welche von den beiden. Uns lassen wir mal. Ups. Gebrauchsobjekte. Da haben wir so viel davon, da kann ich glaube ein paar Sachen verkaufen. Nutzt das Zeug ja so gut wie nie. Wollen Sie etwas kaufen? Ich kaufe nicht, ich verkaufe. Da. Ja, drei Stück verkaufen. Verkauf mal eins. Da verkauf mal vier Stück. Da verkauf mal auch vier Stück. Verkaufen wir auch nochmal eins. So, jetzt sind wir bald 30.000 und wir haben wieder ein bisschen mehr Platz. Kohlenmods. Mal eigentlich. Die beiden behalte ich mal. Tschüss. Sturmgewehr-Mods. Brauche ich nicht, weil die alle Manu haben und ich will keine Manu. Das muss ich mal schauen. Nahkampf. Habe ich jetzt die beiden? Aber das Asari-Schwert noch Standard ist und das hier schon Stufe 4 ist. Das heißt, das Asari-Schwert wird später noch um einiges stärker sein. Aber momentan war ich im Asari-Schwert nichts. Auch die höhere Version. Bleib ich mal bei dem.
Und wer bist du? Sie sind's. Bennett Kahele meldet sich zum Dienst. Wenn Sie Vorräte brauchen, bin ich Ihr Mann. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Das hier ist nicht die Allianz. Sparen Sie sich die Formalitäten. Nennen Sie mich einfach Ryder. Tut mir leid. Alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen, solange Captain Blake Ihre Befehle brüllt wie ein Militärausbilder. Captain Blake? Das ist natürlich kein offizieller Rang. Sie hat diesen Spitznamen bekommen, weil sie den Laden hier führt wie ein Allianzlager. Aber ich quatsche schon wieder viel zu viel. Sie brauchen bestimmt Nachschub. Zeigen Sie mal, was Sie haben. Was immer Sie brauchen, ich habe es. Ja, der hat natürlich das Zeug, was ich verkauft habe. Also, die verkaufen also das gleiche Zeug, die beiden. Wäre jetzt cool, wenn der Materialien hätte zum Verkaufen. Aber nee. Wäre ja zu schön gewesen, wenn der ein bisschen Platin hätte. Ach komm. Ja, ist ja schon recht. Oh. Jetzt kann ich mal das neue Zeug ausrüsten. Und jetzt kann ich ja auch endlich forschen. Heide, nein. Ausstattung da. Brust. Nehmen wir jetzt das. Helm. Den. Oh, da kann ich sogar was auswählen. Gesundheit. Biotikschaden. Tech-Kräfteschaden, Effektdauer. Da wir ja viel Verbrennen einsetzen, würde ich das nochmal dazu packen. Schildleistung. So. Das heißt, wir müssen ja eh noch ein paar Sachen erforschen, weitere Rüstungen und alles. Aber eins nach dem anderen. Aber diese Mods, die haben mir zu viel Malu. Vor allem, ich weiche ja viel aus. Ich will da nicht Gesundheit verlieren. Das ist ja ein Schwachsinn. Nur auf Schild zu gehen, ist auch Blödsinn. Naja. So, dann wollen wir doch mal den Sender aufstellen. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Echt, Sam, verzähl mir Geschichte. Endlich ist der Geländegang so genauso schnell wie der andere. Oh 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 oh. Hi. Lässt du mich in Ruhe? Ich bezweifle es. Wir haben Ziele. Oh. Halt.
Da geht er down, da geht er down. Oh. Goldene Sachen. Also goldene Materialien. Interessant. Damit wäre ein weiterer Nachrichtenempfänger in Position. Nach wie vor ist die Trauer der Bürger um den Verlust von Gian Garson groß. Die Gründe, wenn du wiederholst dich. So. Was ist das für eine Mission? Ach, der Nav-Punkt, den wir gerade gefunden haben. Aber irgendwas war doch noch, was wir hier tun sollten. Außer das. Aber gut. Muss ich dann nachher mal gucken im Log, was da noch so drin steht, was wir hier noch tun können und sollen und müssen. Temperatur liegt im normalen Bereich. Hier ist leere Temperaturen unter dem normalen Wert. Ah, das ist schon so viel angenehmer, dass der Boost mal endlich mal länger hält. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Oh, da ist irgendwo Plutonium. Plutonium, Platin. Was so ein bisschen Platin. Sehr gut. Ich will jetzt ein bisschen Platin. Das ist gar kein Platin. Oh. Bisschen höher. Ah, hier sieht's wieder. Also hier. Und komm. Hui! Die Leute vom Außenposten. Wir müssen herausfinden, was dafür verantwortlich ist. Ach komm. Wir nähern uns der Probenstätte. Die seismische Aktivität scheint ungewöhnlich, aber wir müssen noch viel über diesen Planeten lernen. Wir kommen ins Tal, das erscheint mir nicht normal. Brünn, ist das auch wirklich sicher? Wir sind an mehreren Archeos vorbeigekommen. Aber sie laufen alle vom Tal weg. Das gefällt mir nicht. Messen drehen wir um. Die Beben werden schlimmer. So eine seismische Aktivität habe ich noch nie gesehen. Wir nähern uns dem. Was zum Teufel ist das? Mesken, drehen Sie um. Los, los. Oliver ist getroffen. Das Ding schießt durch den Rumpf. Schneller, schneller. Oh Gott. Oliver schafft es nicht. Fahren Sie weiter. Wir müssen zurück zum Ende des Loks. Hierher hat das Forschungsding uns geschickt. Halten Sie die Augen nach Priyas Leuten offen. Aha. Da ist der Übeltäter schon. Habe ich mir's doch gedacht. Das ist ein Architekt. Und ich glaube, dem müssen wir jetzt platt machen. Dafür würde ich, glaube ich, die Waffe wechseln, weil ich glaube, da ist die besser. Hey, ich hab... Was für ein Monster! Der ist sogar diesmal blau und nicht rot. Hat denn das überhaupt gejuckt?
Na du, Schnuggi. Wow. Das war mal was Neues. Gut, das kennen wir schon. Aha. Lichterhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Die Beine werden ihn zu Fall bringen. Oh oh. Lebenserhaltungssysteme sind offline. Das wird nicht spaßig gegen den. Geht doch kaputt, ihr Pisser. Ach, der ist rüber. Schieß halt. Oh, wenn das hier alles leer ist, dann kann ich auf die andere Seite. Zeit für einen Kopfschuss. Oh nö. Was glaubst du, was ich hier mache? Haust du wieder ab wie der Alte? Oder bleibst du diesmal standhaft? Ja, ja. Komm doch her. Vergessen Sie die Panzerung. Ziehen Sie auf die Beine. Was denn? Ja, jetzt ist leer. Lade nach. Ach komm. Lass mir doch Zeit. Greifen Sie den Kopf an. Er ist das perfekte Ziel. Hier drüben bitte Heilung. Er hat sich ein paar Freunde erschaffen. Munition haben wir hier. Da hinten ist Heilung. Wie die gehen. Ja.
Da bräuchte ich das besser. So. Attackieren Sie die Beine! Ja, nur ein Rudler. Alter, ich bin nachjustiert. Seit wann justiert der nach? Ja. Der Kampf braucht halt ein bisschen länger. Oh, du Pissnelke. So, kaputt. Bleiben Sie dran! Er darf uns nicht entkommen! Wo will er denn hin? Schnell, bevor ihn die Sensoren nicht mehr erfassen! Muss ich zum Fahrzeug zurück? Ah, da hat er jetzt dahin verzogen. Er hat sich ein paar Freunde erschaffen. Oh, Platin. Oder wieder ab. Mag ich aber nicht, wenn du wieder abhaust. Wo fliegst du denn jetzt hin? Hinterher! Ja, ich denke mal nicht, dass du den Platz jetzt so groß fühlst. Rückschalten Schussfeld. Oh, Behälter. Her damit. Und hier habe ich aber viel mehr Muni. Steig mal schon auf. Nicht reproduzieren. Ich
Temperatur. Einer weniger. Wir können seine Beine ausschalten. Greifen Sie den Kopf an. Er ist das perfekte Ziel. Oh, aus hier. Das hat ja nicht geschmeckt, nicht wahr? Komm, leg mir dein Bein frei. Er darf sich nicht reproduzieren. Oh, jetzt kommen wieder die. Kaputt. Attackieren Sie die Beine. Ist leer. Das wird gefressen. Kaputt. Das ist Ihre Chance, darauf zuzugreifen. Dann machen wir das doch mal. Wow, das Ding hat echt eine Menge Ärger gemacht. Wir sollten Priya erzählen, was hier passiert ist. Und wieder was bekriegt. Oh, Behälter. Fusion des Schwebens. Ah, Schwebedauer erhöht. Puh. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Das war dann doch ein bisschen heikel gegen den. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Ja, Sam, ich weiß, hier ist kalt. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Hier gibt es auch anscheinend nichts mehr. Die Temperaturen liegen unter dem Gefühl. Das meiste habe ich schon gelootet. Nebenher. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Aha. Ja, und mit diesem doch leichteren Kampf als den ersten gegen den Architekten bedanke ich mich fürs Zusehen und entschuldige mich fürs Überziehen ein bisschen. Wobei, ihr hattet ja bestimmt euren Spaß. Und somit hoffe ich, es hat, dass ihr ein Like da lasst, dass ihr abonniert und die Notation Bell betätigt, dass ihr mitkriegt, wenn wir live gehen oder ein neues Video von uns online geht. In diesem Sinne... Cheerio, adieu.